Moin. Herr Jara ist heute nicht da. Kommen Sie mal morgen wieder. Moin. Kommen Sie ruhig rein. Ja, ziehen Sie die Schuhe aus. Ja, das ist Herr Jensen wieder. Jörg Jara ist seit 40 Jahren erfolgreicher Bauchredner. Eigentlich heißt er Hans-Jörg Pütz. Sein Zuhause teilt der selbsternannte Puppenpsychologe mit seinen Figuren. Ich habe ja ursprünglich Psychologie studiert und bin auch als Berater und Coach unterwegs. Ich mache zum Beispiel Lampenfiebertraining, mentales Training für Leute, die auftreten. Frau Sommer hingegen, die therapiert Paare. Ja, natürlich. Ja, und machen sie auch ganz gut, ne? Jo. Macht sie sogar in der Show. Ein Paar, die sich überhaupt nicht kennen, die werden verkuppelt. Natürlich, machen sie. Jo, ja. 7 Puppen bespielt Jörg Jara aktuell. Das ist Herr Niemand. Dem geht's leider nicht so gut. Nein, gar nicht gut. Man kann aber was dran ändern. Herr Niemand, ich glaube, Sie sind ein Hypochonder. Echt? Eigentlich, wenn ich einen neuen Anteil an mir feststelle, wenn ich merke, ach Mensch, diesen Aspekt von mir habe ich noch nicht auf der Bühne. Da sind ja alle mittlerweile so eine große Bandbreite dabei. Und jetzt finde ich ziemlich komplett. Also meine Persönlichkeit ist durch die Puppen ziemlich komplett dargestellt. Das Bauchreden hat sich der gebürtige Flensburger selbst beigebracht. Nach gut 3 Jahren Üben war er bereit für die ersten Auftritte. Inzwischen gibt er sein Wissen in Kursen weiter. Der Bauch macht die Stütze. Das ist ganz wichtig, mit Bauchatmung zu arbeiten. Letztlich kommt die Stimme aus dem Mund. Deswegen muss es auch leicht geöffnet sein. Natürlich. Natürlich. Ja. Ja. Karlchen ist seine älteste Puppe. Sie begleitet den Bauchredner schon seit den 80ern. Über die Jahre hat er eine enge Bindung zu seinen Figuren aufgebaut. Also für mich leben die wirklich. Ja, natürlich. Ja, klar. Also ist überhaupt keine Frage. Ich bin da tatsächlich dann zweigespalten, weil ich weiß zwar als intellektueller denkender Mensch, dass ich das alleine alles mache. Aber wenn die Figur da ist, wie Karlchen jetzt, ja, wenn du mich so anguckst, ne, ist doch klar, dass es dich gibt. Natürlich. Ja. Auch für seine Frau sind die Puppen ein fester Teil ihres Lebens. Bevor es auf die Bühne geht, schaut sie sich die neuesten Gags an und gibt Feedback. Wir sind jetzt schon so viele Jahre verheiratet. Ich bin da wirklich so ehrlich, dass mein Mann manchmal sagt, oh, das ist aber jetzt krass. Ich glaube, ich mache es trotzdem. Nee, lassen Sie das. Nein, Herr Jensen, nein, haben Sie jetzt Zeit? Nein, Herr Jensen, wir haben keine Zeit. Ich will, Herr Jensen, komm, lass es, Herr Jensen, bitte. Na, das ist ja dunkel hier drin. Ja, ist egal, machen Sie doch Licht. Da ist Licht. Ja, doch, nein, Herr Jensen, ist Ruhe jetzt. Seit 1984 ist Jörg Jara mit seinen Puppen viel rumgekommen. Ach, ich habe eigentlich überall gespielt, wo ich wollte. So. Ich habe wirklich die schönen Plätze, auch Varietés, die es in Deutschland damals noch wenig gab und dann im Laufe der Jahre, in den ersten Jahren, wo ich dann beruflich das machte, die Häuser habe ich alle besucht. Die GOP-Varietés, das Apollo in Düsseldorf. Mit seiner Bühnenkunst hat der 64-Jährige ausgesorgt. Er möchte es jetzt ruhiger angehen lassen und nicht mehr so viel reisen wie früher. Aber die Bühnen im Norden will er weiter besuchen. Sind die jetzt weg? Die gehen jetzt, sehen Sie ja. Ja, dann mal zu. Tschüss dann, Gott sei Dank. Hau, hau, ha.